Ich habe gemeint, die Anwesenheit von zwei Frauen wirklich beruhigend. In was bin ich nur da, wenn du so kurze Zeit drehst? Du bist der Lobste mit dir davon. Er trauert danach. Und eine hübsche Frau, wie Mia, die es ernst meint mit dem Robby, hat es noch gesehen. Wie alt ist denn der Robby? 47. 47? Ich würde doch nie etwas mit einem 47-jährigen Mann anfangen. Also, bitte nicht mehr vor. Gut. Dann gehe ich jetzt ins Zimmer warten, bis mein Junge wieder heim ist. Ich verlange sofort eine Erklärung von dir. Robby, red dir nicht auf. Ah, es ist ja, wie du denkst. Es ist die Frau der Paarung. Hey, du musst erst... Dass du ein tot unglücklicher Jungseil bist. Ja, es reicht. Es reicht überhaupt nicht. Ich habe erst gerade angefangen. Schau dich doch an. Du bist 47, du nimmst dich aber wie ein 20-Jähriger. Du lebst nach ein paar primitive Jungsellenreden und reisst ab und zu ein Jungs naives Mädchen auf. Aber weißt du, was ich glaube? Nein, und es interessiert mich auch nicht, was du machst. Ich glaube, dass das alles nur Fassade ist. In Wirklichkeit bist du frustriert, dass du keine Frau gefunden hast. Du sehnst dich nach der grossen Liebe. Du wünschst dir nichts mehr, als dein Leben mit der wahren Liebe mit deiner einzigen Frau zu verbringen. Habe ich recht, Robby? Habe ich nicht recht? Habe ich nicht recht? Mia, du hast recht. Leider. Oh, Robby, es tut mir leid, ich kann dir nicht weh machen. Mia, danke vielmals. Ich glaube, ich träume. Robby, Mia, was treiben wir da? Was machen wir? Ich passiere den Rücken auch mit den Blumen in den Weg gemacht. Ja, so dumm. Robby, eigentlich bin ich heute hierher gekommen, um dir eine Rose auf den Valentinstag zu schenken und um dir zu sagen, dass ich in deinem Junggesellenleben ein Ende setzen will. Mia, nichts lieber als das. Und von niemandem lieber als von dir. Bravo Mia, das stellt die beste Fernsehsau bei Schatten. Ich bin als Sonnenblume in der Nacht und habe dort den Kömmifäger getroffen. Du? Du bist der Kömmifäger. Aber du hast Reto und nicht Timo geheissen. So, das heisst, ich hätte deine rechte Strichsau werden. Nein! Also ja! Also nein! Am Anfang hat das vielleicht schon vorgehabt. Aber je länger als ich um dich herum war, ja, desto besser ist mir auch gefallen. Und der Timo hat es ruhig angehen. Da merkt man, dass sie sich noch nicht so lang können. Es dauert noch einen Moment. Was ist? In dem Fall noch ein Schritt für den Geld, für den Timo gibt es keinen und für mich zwei.